Ja, ich freue mich sehr, wieder heute wieder hier vorne stehen zu dürfen. Im Leben kommt es manchmal anders dran. Sachen passieren, womit man nicht rechnet. Deswegen freue ich mich umso sehr, hier wieder vorne stehen zu dürfen. Mir geht es gut, uns geht es als Familie gut. Wir haben alles, die Quarantäne, die Infektion, alles gut überstanden. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle für eure Gebete, fürs Drandenken, für die Grüße. Das hat uns gut getan. Als ich für heute mich hingesetzt habe und vorzubereiten für den Gottesdienst, wusste ich, dass wir Erntedankfest feiern und ich dachte, ja, heute geht es um Dankbarkeit, das wird so das Thema sein, aber ich habe gemerkt, mich bewegt auch ein anderes Thema. In den letzten Tagen haben wir alle, glaube ich, gelesen, dass die Zahl der Neuinfektionen an Corona drastisch gestiegen ist. Also über 4000 Menschen werden täglich an Corona infiziert und ich habe dann gedacht, es gibt einen Bibeltext in der Bibel, der Dankbarkeit und Infektionen auf den Punkt bringt. Das ist ein Text aus Lukas Evangelium Kapitel 17, eine Begebenheit zwischen Jesus und 10 weitere Personen, die an einer schlimmen Krankheit leideten. Und hier ging es auch um Dankbarkeit, auch um nicht dankbar sein, aber auch um diese schlimme Krankheit und um die Infektionen. Ich möchte uns hineinnehmen in Lukas Evangelium Kapitel 17. Ich lese uns die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Und kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Ich weiß nicht, wie bekannt uns diese Geschichte ist, dieser Bibeltext ist, und ich habe für mich so beschlossen, einfach mal auf 2 Punkte genau hinzuschauen. Erstmal ist die Rede von einem Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa und dann möchte ich auch erklären, was Aussatz, was ist das für eine Krankheit. Das ist die Karte von Israel zur Zeit Jesu und ganz selbstverständlich, wenn man im Norden war Galiläa, ganz im Süden das Gebiet Judäa. Wollte man aus Galiläa nach Judäa, wie Jesus in unserem Bibeltext, Jesus wollte hier nach Jerusalem, musste man zwangsläufig durch dieses Gebiet Samarien. Und das war ein Problem für viele Menschen damals. Samarien, da wohnten komische Leute. Als die Samaritaner oder Samariter, das war ein Mischvolk aus Juden und Nichtjuden. Das hat etwas mit der Geschichte Israels zu tun, dass im 7. Jahrhundert vor Christus die assyrische Eroberer, Kolonisten, so würde ich sie nennen, aus ihren Gebieten nach Israel gebracht haben, nach Samarien. Und die haben sich mit der Bevölkerung, mit den Menschen dort vermischt und daraus ist dieses Volk der Samaritaner entstanden. Sie haben auch Jahwe, auch Gott angebetet, allerdings in ihrem Gottesdienst gab es auch Elemente von Götzendienst, also war ein bisschen vermischt. Und so haben die Juden gesagt: Wisst ihr was, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Ihr seid ein Mischvolk, ihr hättet euch gar nicht mit anderen Völkern vermischen dürfen. Und zweitens, der Götzendienst, der bei euch auch vorkommt, das ist uns nicht koscher, das wollen wir mit euch nichts zu tun haben. Und so ist eine Feindschaft entstanden zwischen den Juden und den Samaritanern bis zur Zeit Jesu. Und es ist vorgekommen, dass Schriftgelehrte und vor allem die Pharisäer gesagt haben: Nee, wenn wir von Judäa nach Samarien wollen, dann gehen wir lieber außen rum, durch Fremdvölker als durch dieses komische Gebiet. Damit wollen wir nichts zu tun haben.
soweit einfach mal das im Hinterkopf zu haben, weil es ist auch später für unsere Geschichte wichtig. Bei Jesus gibt es kein Ansehen der Person, der hat kein Problem damit, auch nach Samarien zu reisen. Und wir hören, dass hier in diesem Grenzgebiet, Entschuldigung, in diesem Grenzgebiet eben dieses Wunder passiert ist, diese Begegnung zwischen ihm und die 10 Aussätzigen. Da heißt es, kurz vor einem Dorf kamen diese Menschen auf Jesus zu, sie bleiben auf Abstand, also das Schutzkonzept haben sie schon gewusst, also bitte nicht zu nahe kommen. Ich weiß nicht, ob es so Masken gab für sie, Masken hätten dafür bei ihnen nicht viel gebracht, weil der Aussatz war eine Hautkrankheit, überall hat man das gesehen. Sie kommen zu Jesus und rufen dann laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Was ist das bitte für eine Krankheit, dieser Aussatz? Und ich habe im Internet eine schöne Erklärung gefunden, die das auf den Punkt bringt aus heutiger Sicht. Was steht über diese Krankheit? Diese Krankheit hat den Namen auch Lepra, ist eine bakterielle Infektionskrankheit, welche die Haut, Schleimhäute und Nervenzellen in Mitleidenschaft zieht. Der Erreger der Leprakrankheit ist das Mycobacterium leprae. In den Ländern der dritten Welt geht man von fast 1 Million Menschen Leprakranken aus. Anders als viele glauben, handelt es sich beim Aussatz nicht um eine hoch ansteckende Krankheit. Bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung der Krankheit ist die Prognose günstig. Das heißt, heutzutage ist Aussatz am Zurückgehen und bei rechtzeitiger Behandlung, wenn man das rechtzeitig entdeckt, hat man gute Chancen, wieder ganz gesund zu werden. In der Bibel wird diese Krankheit auch thematisiert. Zu biblischen Zeiten war diese Krankheit auch ein Thema. Und zwei ganze Kapitel der Bibel werden dieser Krankheit gewidmet oder ähnlichen Krankheiten, zum Beispiel 3. Mose 13 und 3. Mose 14. Da werden die verschiedensten Hautkrankheiten durchgenommen, auch die Veränderungen an der Haut oder Haarausfall, und all das nannte man damals Aussatz. Bei Verdacht, wenn jemand Verdacht hatte, dass er Aussatz hat, musste man zum Priester kommen, zum Gesundheitsamt oder zum Hausarzt heute. Man ging damals zum Priester und der Priester hat festgestellt, ja, du hast Aussatz oder eben nicht. Allerdings, der Priester war jetzt kein Arzt und seine Feststellung war jetzt nicht unbedingt einer medizinischer Art, sondern der Priester hatte eher die Aufgabe dann, oder hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Person für unrein zu erklären. Und das ist eine ganz andere Dimension. Hier ging es weniger um eine medizinische Erkrankung, sondern vielmehr sagte man, du bist jetzt eine unreine Person. Geistlich, im geistlichen Sinne. Und man hat auch dann die Sozialfähigkeit des Patienten in Frage gestellt und diese Leute wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen mit anderen Menschen. Sie lebten außerhalb der Dörfer und der Städte. Und der Zugang zum Gottesdienst, der Zugang zum Tempel später oder zu Synagogen wurde ihnen verwehrt. Eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft war auch möglich. Wenn der Betroffene gemerkt hat, ich fühle mich gesund, ich habe das nicht mehr, musste man wieder zu einem Priester gehen, der das feststellt. Und der Priester wird nicht nur sagen, du bist jetzt gesund, sondern es gab ein Ritual, ein Reinigungsritual, da wird etwas geopfert, also damit der Mensch jetzt auch vom Unrein wieder rein sein darf. Auch Kleidungsstücke und ganze Häuser konnten an Aussatz leiden. Auch hier musste der Priester beten und opfern, damit wieder rein werden diese Gegenstände. Oder man hat diese einfach zerstört. Die Kleidungsstücke, sogar die Häuser dann zerstört. Es gibt noch zwei Dinge, die mir wichtig erscheinen in Bezug auf den Aussatz. Aussatz gilt auch als Zeichen Gottes. Bei der Berufungsgeschichte von Mose hat Mose gefragt, ja, wer schickt mich denn? Wer bist du? Gib mir ein Zeichen, damit die Leute erkennen, dass ich in deinem Namen unterwegs bin. Und ein Zeichen davon war, dass seine Hand weiß geworden ist wie Schnee. Also, dass Mose einfach eine aussätzige Hand von Gott bekommen hat als Zeichen. Und natürlich, Gott hat ihn wieder dann auch gesund gemacht. Und Aussatz gilt auch
als besondere Strafe Gottes. Und das ist nachzulesen in 4. Mose 12. Da hat Jahwe Miriam, die Schwester von Mose, mit Aussatz geschlagen, weil sie gegen Mose gesprochen hat und seinen Führungsstil in Frage gestellt hat. So musste sie für 7 Tage das Lager der Israeliten verlassen und ja, isoliert werden. Ich fasse mal zusammen, was wissen wir über diese Krankheit aus biblischer Sicht? Ich würde sagen, medizinisch gesehen ist Aussatz eine schreckliche Krankheit, die die Haut angreift und damit vor allem das äußere Aussehen einer Person. Man hat dann auch freiwillig sich versteckt, weil man hat nicht gut ausgesehen. Es war schrecklich anzuschauen und ich wollte uns heute auch keine Bilder bringen von Menschen, die aussätzig sind. Das könnt ihr selber recherchieren. Diese Krankheit war ansteckend, aber wahrscheinlich nicht hoch ansteckend und die hatte zur Folge diesen Ausschluss aus dem normalen Leben. Aber ich würde sagen, das Schlimme dabei war, dass diese Menschen, die aussätzig waren, dass man sie einfach als unreine Menschen angesehen hat im geistlichen Sinne. Man hat gesagt, Gott hat euch jetzt bestraft mit diesem Aussatz, dass die Strafe Gottes liegt auf euch. Ihr seid Sünder, ihr seid komische Leute, ihr seid unreine Menschen. Ich glaube, das hat den Betroffenen viel mehr Kummer gemacht und sie beschäftigt als die Krankheit an sich. Die Folgen auch waren schlimm, dass man gesondert leben musste, dass man getrennt von seinen lieben Menschen sein musste. Das war natürlich auch schrecklich. Und so schlage ich mal ganz kurz die Brücke zu uns heute. Wir leben auch in dieser Corona-Pandemie und es gibt Leute, die sagen, der Coronavirus ist schlimm, aber genauso schlimm sind die Maßnahmen oder die Folgen von dieser Erkrankung. Und damit, ich habe auch selber erlebt, wie ein junges Ehepaar im Krankenhaus am Empfang bettelt, reingelassen zu werden, damit sie ihr Kind besuchen dürfen. Und die Dame sagt, nein, wir haben Corona-Pandemie, sie dürfen ihr Kind nicht besuchen. Da muss man sich mal vorstellen, was macht das mit einem Kind, was tagelang, vielleicht auch wochenlang im Krankenhaus ist und darf seine Eltern nicht sehen. Oder wenn die Mutter im Krankenhaus ist und eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen und die darf keinen Besuch empfangen. Das ist schrecklich. Ich weiß nicht, ob wir das merken. Auch die häusliche Quarantäne ist auch etwas, wo schlimm ist. Und so müssen wir auch diesen aussätzigen Menschen vor allem von damals verstehen. Die Krankheit war die eine Hürde oder das die eine Last, aber die andere war, dass sie ausgeschlossen wurden, keinen Kontakt zu ihren lieben Menschen haben durften. Und so würde ich behaupten, dass, wenn wir das jetzt so verstehen wollen, so können wir auch verstehen, warum diese aussätzigen Menschen zu Jesus kommen. Und die ganze Last merken wir in diesem Satz. Jesus, lieber Meister, hab Erbarmen mit uns. Wir sind am Ende. Es geht uns nicht gut. Wir sind ausgeschlossen. Wir werden als unreine Menschen gesehen. Und auch noch dazu diese Krankheit, wo man einfach sieht, es wird nicht besser. Mein erster Gedanke lautet, das macht ihr vielleicht oder ich? Drüber kann man es lesen. Okay, genau. Mein erster Gedanke lautet, du darfst Jesus vertrauen. Und das ist das, was ich bei diesen 10 aussätzigen Menschen entdecke. Sie haben Jesus vertraut. Sie haben von ihm gewusst und sie haben gesagt, das ist die Person, das ist der Mensch, das ist der Meister, der uns helfen kann. Sie haben Jesus vertraut. Deswegen bitten sie ihn, erbarm dich unser. Wir sind ausgeschlossen aus unseren Familien, ausgeschlossen aus der Wohnung, aus dem Wohnort, wo wir aufgewachsen sind. Wir dürfen nicht mal in den Tempel oder Gottesdienst erleben. Es gab kein YouTube und Online-Gottesdienste für sie. Da ist die Unmöglichkeit zu arbeiten oder einen Markt zu besuchen. Und oft auch eben die Last dieser Krankheit. Herr Jesus, hab Erbarmen mit uns. Jesus war ihre einzige Hoffnung und sie haben ihm vertraut. Wir dürfen auch Jesus vertrauen. Das ist sozusagen der erste Schritt.
Und jetzt kommt eine kleine Wende in dieser Geschichte. Man könnte fast denken, ist da ein Vers weggeblieben? Oder Jesus sagt einfach zu ihnen, geht einfach zu den Priestern, zeigt euch den Priestern. Und dann heißt es, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Also es gibt einen Befehl, Jesus redet nicht viel mit ihnen. Was wollt ihr genau bitte? War klar, was die wollten. Die wollen gesund gemacht werden. Und Jesus gibt ihnen diesen Satz, diesen Befehl, geht und zeigt euch den Priestern. Ich habe es euch vorhin erklärt, warum das wichtig war. Das war die alttestamentliche Verordnung. Ja? Man muss sich einem Priester zeigen und dieser stellt fest, ob du rein oder gesund geworden bist oder nicht. Und mit diesem Ritual wird dich der Priester dann für rein erklären. Merken wir auch, dass Jesus sich am Gesetz gehalten hat, es nicht aufheben wollte, sondern auflösen wollte, sondern erfüllen wollte. So sollten sie bis nach Jerusalem laufen und sich dort den Priestern zeigen, wahrscheinlich dort im Tempel. Und man könnte auch sagen, Jesus stellt damit jetzt auch ihr Vertrauen auf die Probe. Ist dieser Glaube, dieses Vertrauen auch gehorsam? Kann man das auch in Werke, also in Taten umsetzen? Diese 10 Menschen tun das. Und mein zweiter Punkt, Gedanke, zögere nicht, Jesus zu gehorchen. Die 10 Männer, oder ich glaube es waren Männer nur, Frauen weiß ich nicht, diese 10 Personen drehen sich um und gehen nach Jerusalem. Stellen keine kritischen Fragen, keine komischen Fragen. Muss das jetzt sein? Wenn du es jetzt uns heilst, kannst du es jetzt gleich machen? Also keine Frage. Sie schieben die Sachen auch nicht hinaus, sondern voller Erwartung gehen sie nach Jerusalem. Das ist der Glaube, der auch sich jetzt durch ihren Gehorsam zum Ausdruck kommt. Und dann heißt es, auf dem Weg, als sie noch unterwegs waren, wurden sie gesund. Wahrscheinlich hat sich einer auf die Hände angeschaut. Oh, meine Haut ist wieder gesund. Und dann hat sie sich wahrscheinlich reingeguckt, wie ist es bei dir? Und haben sie wahrscheinlich sehr schnell gemerkt, das Wunder ist geschehen. Ihr Meister, der Messias, konnte nur sowas machen. Die sind wieder gesund. Der Gehorsam der aussätzigen Menschen hier hat sich gelohnt. So ist es auch bis heute geblieben, liebe Gemeinde. Glaube fordert Werke oder fordert eigentlich Gehorsam. Der Glaube an Jesus Christus fordert auch Gehorsam. Ich weiß nicht, wie es mit uns da an der Stelle aussieht. Gehorchen wir Gott, wenn er uns etwas aufs Herz legt? Wenn uns vielleicht ganz deutlich eine Aufgabe gibt? Oder sagen wir, ah ja, hast du mich wirklich gemeint? Bin ich wirklich gemeint? Oder könnte vielleicht die oder der das machen? Also ich bin gerade beschäftigt, ich kann das nicht. Ja, vielleicht kann ich es mal später erledigen, ich kann es nicht. Also es gibt wirklich Momente, wo wir das drüber nachdenken dürfen. Bin ich Gott gehorsam? Manchmal ist es das, was Gott von uns fordert, vielleicht eine Berufung, die sehr alt ist. Es gibt Phasen im Leben, wo Gott von dir einfach verlangt, Mutter zu sein und Vater zu sein. Oder einfach mal die Ehefrau zu sein, der Ehemann zu sein, mehr nicht. Wenn du verheiratet bist, das ist eine Berufung Gottes für dich, dass du für den Partner da bist, für die Kinder da bist. Und manchmal ist es eben, ich merke das bei mir jetzt mit 40, über 40, jetzt sind meine Eltern mir eine Verantwortung. Ich darf mich jetzt um sie kümmern. In diesem Fall nur noch um meinen Vater. Ja, das ist, wo wir sagen, ich darf Gott gehorsam sein. Das ist meine Berufung. Natürlich auch mit den Diensten und vielen Aufgaben in der Gemeinde. Jesus, wenn er von uns etwas fordert, dann weiß er, dass das auch gut für uns ist. Und jetzt kommt der Höhepunkt dieser Geschichte, eine größere Wende. Das ist der Vers 15. Da heißt es, einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Jetzt kommt die Bemerkung, dieser Mann war ein Samariter.
Die sind alle zu zehnt als Gruppe unterwegs nach Jerusalem oder zu dem Priester. Und merken, sie sind jetzt gesund geworden, wahrscheinlich haben sich alle gefreut. Und einer kehrt zurück. Also alle zehn haben vertraut. Alle zehn haben gehorcht. Aber nur einer ist umgekehrt. Nur einer ist zurück zu Jesus gekommen, ihm Lob und Dank gegeben. Nur einer. Wahrscheinlich hat er gemerkt, Hauptsache gesund, nee, das kann nicht alles sein. Gesundheit ist nicht alles. Hauptsache gesund mit Fragezeichen. Es ist nicht alles, dass man nur gesund ist. Der hat gemerkt, dieser Jesus, der kann mir noch mehr geben. Da ist noch mehr bei ihm. Ich brauche noch mehr von ihm. Und deswegen mein dritter und letzter Punkt, sei Jesus dankbar. An dieser Stelle, diese Dankbarkeit hat diesem einen Mann die Augen geöffnet. Oder diese Dankbarkeit hat ihn, können wir sagen, gerettet, zum ewigen Leben geführt. Er lässt sich nicht voneinander davon abbringen. Er sieht, dass er gesund ist und kehrt zu Jesus zurück. In den Versen 17 und 18 können wir sagen, merken, dass Jesus diese Dankbarkeit sogar erwartet hat. Er hat erwartet und gewartet, dass jemand zu ihm kommt und ihm dankt. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Merken wir die Dramatik, die Tiefe seines Schmerzens durch diese drei Fragen. Wo sind die anderen? Kann es sein, dass 90% von uns, auch ich bin dabei, vergessen zu danken? Jesus wusste, alle sind gesund geworden, aber wo sind die restlichen neun? Und diese Anmerkung, dass der eine, der zurückgekehrt ist, ein Samariter ist, lässt uns ahnen, dass die restlichen neun wahrscheinlich Juden waren. Und genau die Gruppe, genau die Menschen, zu denen Jesus hauptsächlich gekommen ist, nämlich zu seinem Volk, diese haben Jesus nicht akzeptiert. Immer wieder merken wir das in den Evangelien. Sie haben ihn nicht anerkannt als Messias, als der Retter der Welt. Wo sind die anderen neun? Hat Gott schon mal auch bei dir diese Frage gestellt? Wo bist du? Zu wem gehst du mit deinem Dank? Wem dankst du? Wem gibst du die Ehre in deinem Leben? Ich kann mich auch an solche Momente in meinem Leben erinnern, wo ich tagelang und wochenlang intensiv für eine Sache gebetet habe, dass Gott mir da ganz konkret hilft. Und dann Gott schenkt es. Gott gibt Gnade. Es gibt eine Gebetserhörung. Und am nächsten Tag ist alles wieder vergessen. Man vergisst zu danken. Oder man geht zum nächsten Tagesordnungspunkt und sagt, okay, jetzt ist das Nächste, wofür ich dich bitten will. Wir vergessen das. Schade. Und ich glaube, dass dieses Loben und Danken darf schon auch im Kleinen anfangen. Gott zu danken, auch im Kleinen, für kleine Dinge. Heute feiern wir Erntedankfest. Wann hast du Gott zuletzt für die Kartoffeln gedankt? Für die Äpfel? Für die Paprika? Oder ist das alles selbstverständlich? Hast du Gott schon mal für Toilettenpapier gedankt? Das war unser Kontext dieses Jahr. Könnt ihr euch erinnern? Im März, April. Es war alle. Man hat sich die Toilettenpapierrollen hin und her geschoben, ausgeliehen, gegeben. Hey, hier, wir haben noch. Ich habe mit Bestürzung, heute Morgen war ich im Keller, habe ich gemerkt, unsere Vorräte sind alle an Toilettenpapier. Ihr wisst, was ich morgen mache. Ich gehe wieder welche kaufen.
Ja, aber das ist es, wenn es uns etwas genommen wird, wenn wir es nicht mehr haben, wenn uns fehlen würde, oh, da merken wir es. Das alles, was hier auf diesem Tisch steht, das ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir es haben dürfen und sogar im Überfluss. Jetzt haben wir Oktober, die Heizungen sind wieder an, zu sagen, ich danke dir, dass ich ein warmes Zuhause habe. Wenn es regnet, ich danke dir, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Lieber Gott, ich danke dir für die vier Wände. Ja, auch natürlich danken wir für die Kinder, für die Gesundheit und beten dafür, ist alles richtig, aber ich danken, glaube ich, muss im Kleinen beginnen, damit wir auch für die großen Sachen Gott danken können. Oder schließt es auch mit ein. Am Ende dieser Geschichte kommt der Höhepunkt, der Vers 19. Warum war dieses Danken und Loben so wichtig? Oder wohin hat das diesen einen Mann geführt? Da sagte Jesus zu dem Mann, stehe auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Stehe auf, das ist die huldvolle Erhebung des zu Füßen Liegenden durch einen König. Wenn der König sagt, steh auf, du darfst gehen. Und dieses Gehe hin ist die Entsendung in ein neues Leben und diese Entsendung schließt ein, dass jetzt dem Betroffenen jede Schuld vergeben ist, dass er neues Leben beginnen darf. Und dann kommt der Satz, dein Glaube hat dich gerettet. Und hier geht es jetzt um eine wirkliche Rettung, um eine innere geistliche Heilung, nicht nur um die äußere Hilfe, das Gesundwerden. Was ist also der genaue Sinn dieses Satzes? Wir erkennen ihn, wenn wir uns fragen, was ist mit den anderen neun passiert. Dann können wir diesen Kontrast, in diesem Kontrast können wir entdecken, dass sie alle zwar geheilt worden sind, gesund wieder sind, aber nicht gerettet. Nur der eine, der zu Jesus gekommen ist, ist gerettet. Sie sind zwar gesund geworden, aber sie haben den Anschluss an Jesus und an Gott nicht gefunden und sind deshalb im geistlichen Sinne Kranke geblieben. Ja, sogar solche, die tot sind in ihren Sünden. Dagegen hat der Samariter nicht nur die körperliche Heilung gefunden, sondern auch den geistlichen Anschluss an Gott und an Jesus. Deswegen ist er nicht nur körperlich gesund geworden, sondern er ist jetzt auch von Jesus für rein befunden worden. Er ist jetzt rein, der braucht nicht mehr zum Priester gehen. Und das ist auch das Ziel aller messianischen Wunder, die Jesus getan hat. Nicht nur, ja, es war richtig, dass Jesus Leuten, den Menschen geholfen hat, sie gesund gemacht hat, aber sein primäres Ziel war, sie zu retten. Und das ist auch das Ziel Jesu mit unserem Leben. Ob wir gesund werden oder nicht, oder uns etwas geschenkt wird oder nicht, das ist, würde ich sagen, zweitrangig. Das wichtigste Anliegen Jesu ist es, dass wir gerettet werden. Denn Gesundheit ist nicht alles. Jesus möchte uns retten, uns ein neues Leben mit ihm schenken. Ich fasse zusammen, sie haben Jesus vertraut, danach haben sie Jesus gehorcht. Und am Ende war das Entscheidendste, dass nur einer Jesus dankbar war. Und deswegen sagt Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet, weil durch diesen Glauben hat dieser Samariter vertraut, gehorcht und gedankt. Und das sind drei wesentliche Elemente auch des christlichen Glaubens. Das heißt, der Glaube ist hier ganz konkret Glaube an Jesus. Und dieser Glaube rettet, der macht nicht nur gesund, sondern er bringt die Aufnahme in die Nachfolge Jesu und ins ewige Leben. Das hat sich, liebe Gemeinde, bis heute nicht geändert. Die Bibel sagt klipp und klar, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wenn einer nicht glauben kann, wenn einer sagt, ich gerade spüre ich das nicht, ich kenne das nicht, ich weiß nicht, ob ich glauben kann, aber glauben, gerne glauben würde, dann kann er gerne, wie in Markus 9, Vers 24, beten. Und das ist immer noch die Jahreslosung für dieses Jahr. Ja, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Amen. Ich danke dir, Jesus, dass du diesem einen Menschen
nicht nur geholfen hast, sondern ihn gerettet hast. Danke, dass du uns auch gerettet hast, dass wir zu dir gehören dürfen. Und bitte vergib uns da, wo wir dich vergessen, wo wir vergessen, dir Danke zu sagen, für die kleinen, aber auch für die großen Dinge. Jesus, du bist der Mittelpunkt unseres Lebens. Dir gebührt die Ehre. Wir wollen dich loben und preisen durch all das, was wir sind. Bitte segne uns weiterhin und führe uns zu dir. Amen.